wurde direkt angesteckt von den Emotionen hier, die der Verein ausstrahlt. Eine Woche ist vergangen, fühlt sich irgendwie an wie ein Jahr, ehrlich gesagt. Was ein sehr positives und ein sehr gutes Zeichen ist, glaube ich. Wurde überragend aufgenommen von den Jungs hier. Ja, das Spiel Sonntag war natürlich aus sportlicher Sicht erstmal Wahnsinn, mit dem 4-1 in die Saison zu starten. Aber alles, was so drumherum passiert ist, das ist schon einzigartig. Ich habe lange darauf hingearbeitet auf den Moment. Ich bin jetzt 29 Jahre alt. Ich glaube, die meisten deutschen Spieler gehen den Weg über die erste oder zweite Bundesliga und gehen dann irgendwie hinaus in die weite Welt. Bei mir war es umgekehrt. Und für mich hat sich jetzt, das ist nicht nur so ein Träumchen oder so, für mich ist das wirklich einer meiner ganz, ganz großen Kindheitsträume, einer meiner großen Lebensziele, die ich mir Sonntag erfüllen konnte. Das ist ja, emotional riesengroß gewesen für mich. Man weiß, woher Union kommt, man weiß, dass Union sich das alles erarbeitet hat und man weiß sicherlich, dass 15 Millionen für Union jetzt kein Zuckerschlecken war. Im Gegenteil, es war der teuerste Transfer, den sie je getätigt haben. Und damit einhergeht einfach eine große Verantwortung, der ich unbedingt gerecht werden will. Leadership ist da ein Stichwort, Vorangehen ist da ein Stichwort, auch mal den Kopf hinhalten, wenn vielleicht mal eine schlechte Phase kommt. Ich glaube, die hat jede Mannschaft. Hat natürlich dieses große Ziel EM im eigenen Land vor Augen, wo sicherlich auch ein bisschen der Wechsel jetzt hier mit reingespielt hat, dass ich da meine Chancen erhöhen kann. Das kann ich nur über gute Leistungen. Natürlich ist es eine große Ehre, dass ich jetzt Union im Prinzip bei Deutschland vertreten darf. Aber unabhängig davon ist für Deutschland zu spielen immer ein riesengroßes Ding.